Ja, komm. Das darf bleiben. Wenn ich wüsste, was das... Das ist geil, irgendwie. Oder? Na, das mag ich eigentlich, ne? War das nicht. Schnappen wir uns nochmal hier die Disney. Zack. Dann ist es schon nicht mehr viel. Ja klar, die Fensterbänke. Und da. Und die Fensterbank? Nein, da oben. Das ist immer so. Und das ist ja hier schon. Lass mich raten. Gips. Ein Eimer voller Gips. Zack. Ja. Und. Also, wir müssen streichen. Alles klar. So. Erster Raum. Wir suchen jetzt mal nochmal nach. Erstmal danach. Nach Gips. Ja. Oh ja. Komm. Dann komm her. Wir brauchen jede Menge Gips. Ne? Sonst hier? Ne, hier brauchen wir sonst nirgendwo mehr. Ein Haus mit einem Geheimnis. Ich will das Geheimnis gerne finden. Ja, ja, ich weiß. Es müssen noch ein paar Makel repariert werden. Aber es kann ja schon nichts mehr passieren. So. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich suche jetzt erstmal nach Gips. Ja, hier sowieso nicht. Und hier? Oh. Aha, ist das das Geheimnis? Ja, ich weiß. Erst noch richtig auf meinem Geheimnis. Hier. Jemand tot? Na? Ist aber im Prinzip noch kein Geheimnis. Obwohl, ne, wir nehmen das. Machen uns da rein. Was gefällt mir? Was ist das da? Das ist eine Waschküche. Das ist doch toll. Waschküche nehme ich. Warte. Da ist ja... Dass ich so gut aufgepasst habe. Da ist ein Geheimnis. Ja. Wir reißen die Mauer komplett ein. Ich habe das Geheimnis erfunden. Das ist doch schon mal eine ganze Menge wert. Da
Das war, glaube ich, ganz gut. Ja, das sollte alles noch runterfallen von alleine. Jetzt kann es natürlich sein, ja, 56.099. Jo, jetzt weiß ich, was verdingst wurde. Da. Aha, was kommt da eigentlich hin? Waschbecken? Nein. Okay, Toilette. Waschmaschine. Spülbecken. Das passt jetzt nicht. Ist es vielleicht auch teuer? Nö. Bisschen, ne? So, es kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Tatsächlich kaufen wir jetzt mal ein Spülbecken. Das war das Haus mit was zu verbergen. Ein echter Van Gogh. Dafür war er aber ein bisschen billig. Toilette. Ja, das ist es ja immer, ne? Badezimmer, zack, WC, zack. Danke. Montieren, das ist immer einfach. Zack, 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 zack. So, und dann würde ich sagen, bauen wir Dusch. Ganz still und heimlich diese hier. Zack. Jetzt aber. Moment. Hab ich's. Ja, ist gut. Ich bin ruhig. Ich sag nichts. Ach ja, Dusche ist immer so ein bisschen sehr speziell. Danke. Das war's schon. Nein. Doch. Waschmaschine. Naja. Badezimmer, zack, zack. Und, ja, ne? Wer braucht Beinfreiheit? Kein Mensch. Ich glaube zwar immer noch, dass was falsch ist mit der Dusche, aber sie wird mir als richtig angezeigt.
gucke ein bisschen oft auf die Uhr, das gebe ich zu. Aber das Spiel fesselt ja doch sehr. Deswegen. Ja. Ach Gott, stimmt ja. Das vergesse ich immer. Okay, dann das. Ist das... Ja doch, es ist fertig, gut. So. Hier unten haben wir also auch alles und Gewinne gemacht haben wir sowieso schon. Na, so, jetzt wird hier mal... Das ist die Toilette, die aus irgendwelchen Gründen nicht da ist. Es ist nicht schön. Ich gebe es zu. Es ist nicht schön, aber wir haben ein tolles Easter Egg. Oh nee, Leute, das kann ich nicht machen. Sauber mit dem Schrubber. So, Frage ist... Ach da. So. Was auch immer. Wir bringen hier eine Heizung an, haben da schon ein Bett, das ist gut. Ein bisschen mehr Soundtrack täte dem Spiel gut. So, jetzt schnell mal gucken. Das ist soweit alles in Ordnung. Das war das da unten. Da unten machen wir nichts mehr. So. Okay. Streichen. Streichen. Was ist das da schon? Ich sag mal, bin ich denn bescheuert? Keine ernst gemeinte Antworten bitte auf diese Frage. So, wir haben hier ein Schlafzimmer. Wir haben das Ding. Ich denke mal, ist er erst auf der anderen Seite. Da geht's raus. Den Garten haben wir ja maximal ausgeschlachtet. Das Ding können wir wieder verkaufen. Oh, gut. Küchenzeit. Nein. Streichen. Und zwar die Küche in einem komplett in einem tollen Grün. Wände, junge Blütenknospen, zack. Kaufe viele. Einen dahin und einen dahin.
habe gedacht, das Grün wäre ein bisschen frischer. Aber. Ist es nicht. Nein. Trotzdem wird es danach wesentlich besser aussehen, weil es war ja wirklich eklig ungestrichen. Und vor allen Dingen jetzt, wo ich diesen Gipsfleck noch gut überstreiche. Dünn. Wir kriegen das Geld ja zurück. Und wir haben einen Van Gogh gefunden, Leute. Einen Van Gogh. Van Gogh. Ja. Für einen Dr. Who-Fan wie mich ist Van Gogh ja sowieso der bedeutendste Maler, weil wir ja über den viel mehr wissen als alle anderen. Finde ist, dass die Decken immer in Ordnung sind. Vielleicht mal ein bisschen dreckig, ja, aber in Ordnung. Und ich muss das Spiel jetzt doch so realistisch halten, weil von der Spielmechanik her ist Streichen, glaube ich, relativ egal. Sag ich es mal. Aber ich kann natürlich sowas nicht hinterlassen, das geht nicht. Wenn ich das mache, passiert praktisch mit unseren Käufern nichts. So. So, schnell schauen. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Licht an. Dann sehen wir auch, ob noch irgendwo was fehlt. Das sieht doch so ganz okay aus, ne? Okay. Dann würde ich sagen, wir verkaufen die 20 halbleeren Eimer und hauen uns hier noch eine Küchenzeile hin. Nein, das ist das Tee. Das könnte eigentlich auch gehen, oder? Ich mag es ja immer hell. Nur das ist kein Tee. Und passt hier. wir lassen das. Aber nicht so was ganz Einfaches. Insel? Kochnische? Ach komm.